Sebastian Alsleben ist Hausarzt und McFluencer. In MC Spotlight rückt er aktuelle Themen in den Fokus, die Ärzte und Patienten etwas angehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MT Spotlight, heute mit dem Titel Klima schlägt sich auf den Darm. Das neue Jahr ist da und passend dazu möchte ich MT Spotlight dazu nutzen, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, das uns alle betrifft. Es geht um den Klimawandel und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Früher dachte ich immer, ich denke dabei vor allem an meine Kinder, wenn es um Klimawandel und Gesundheit geht. Dann habe ich jedoch vor knapp 3 Wochen einen Vortrag von Eckart von Hirschhausen zum Thema Einflüsse des Klimawandels auf unsere Gesundheit im Rahmen des YouTube Health Events in Berlin gesehen. Lieber Eckart, auf diesem Wege nochmal ein großes Dankeschön fürs Augenöffnen. Das Argument, wir als Einzelpersonen, Praxen oder Krankenhäuser können ja gar nichts dazu beisteuern. Das Problem liegt ja eher in der Industrie und vor allem in den südöstlichen Teil unserer Welt. Sieht er aber als billige Ausrede. Ein Beispiel ist die Feinstaubbelastung. Ein Großteil von ihr kommt nicht von den Abgasen unserer Autos, Stichwort Elektroauto ist die Lösung, sondern vom Abrieb unserer Reifen. Das Thema bietet sicherlich Diskussionsbedarf für mehrere Stunden, dennoch finde ich, müssen wir den Raum durch dieses Format hier nutzen. Kommen wir nun zu dem medizinischen Teil bei MT Spotlight. Die Auswirkungen auf Lunge, Herz und Kreislauf sind schon häufig diskutiert worden und liegen auf der Hand. Die Zahl der Hitzetoten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Passend dazu bin ich auf einen Artikel in der Medical Tribune gestoßen mit dem Titel Klimawandel schlägt auf den Darm. Laut der Autorin Dr. Melanie Söchtig spüre man die Auswirkungen des Klimawandels auch in Mitteleuropa. Eine Rolle spiele die fehlende Möglichkeit einer ausreichenden Flüssigkeitsresorption bei Patienten mit gastroenterologischen Erkrankungen wie zum Beispiel dem Kurzdarmsyndrom. Diese sind stärker von anhaltenden Hitzeperioden betroffen. Aber auch die Zahl der infektiösen Gastroenteritiden steigt unter den höheren Temperaturen. So konnte zum Beispiel ein vermehrtes Vorkommen von Salmonellen und Campylobacter-Infektionen nach Hitzewellen verzeichnet werden. Finde ich, klingt auch logisch, oder? Auch Feinstaubbelastung und Kohlenstoffmonoxidkonzentrationen können von Bedeutung sein. So gehen die Experten rund um Professor Waldorf vom Universitätsklinikum Halle von einem Zusammenhang zwischen gastroösophagealen Refluxerkrankungen sowie Komplikationen bei peptischen Ulzera und Luftverschmutzung aus. Das ist natürlich nur ein sehr kleiner Teil der komplexen Wechselwirkung zwischen Klima und unserer Gesundheit. Dennoch, diese Komplikationen treten aktuell bereits im Hier und Jetzt in Deutschland auf. In einem Land, in dem bisher eher gemäßigte Klimabedingungen herrschen. Wenn es hier schon solche Auswirkungen hat, wie sieht es dann in Ländern mit deutlich extremeren Wetterschwankungen und deutlich längeren Dürreperioden aus? Wir sollten nicht einfach wegschauen und abwarten, dass die Expertenvorhersagen sich weiter bewahrheiten. Auch wir in der Medizin können einiges dazu beitragen. Ein wenig Hoffnung machen zahlreiche Organisationen, die sich für mehr Klimaneutralität und Schutz im Gesundheitsbereich einsetzen. Einige setzen sich bereits für klimaneutralere Praxen ein. Haben Sie Interesse an einem weiteren Austausch und möchten Sie gerne selbst aktiv werden und etwas tun, zum Beispiel in Ihrer Praxis? Dann melden Sie sich doch gerne bei uns und lassen Sie uns in Kontakt treten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie immer bleiben und vor allem machen Sie gesund.